Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial von Creative Gimp Arena und heute auch wieder mit einem Tutorial. Das letzte Video, was ich gemacht habe, war ja eine Seitenvorstellung, wo man Bilder und Texturen herbekommt und davon waren zwei kostenpflichtig, die restlichen Seiten waren kostenlos. Ich habe jetzt vor, über Masken, Ebenenmasken in GIMP zu sprechen. Dazu habe ich mal ein paar Shortcuts gemacht, also ein paar Desktop-Aufnahmen, Bildaufnahmen. Da habe ich jetzt einmal das gemacht in GIMP, wo man eben sieht, was für Ebenen und Masken gibt es. Und das sieht dann so aus. Zum Einfügen des Dialogfelds sage ich euch auch gleich GIMP direkt nochmal mit den drei Möglichkeiten, dieses Dialogfeld für Masken zu erstellen, aufwählen. Für was sind die gut? Die sind zum Freistellen geeignet oder zum Ausmaskieren. Und davon werden drei, finde ich, am relativ häufigsten benutzt. Am allerhäufigsten werden weiß und schwarz benutzt. Eine Ebenenmaske fügt der Hauptebene einen Alpha-Kanal hinzu und dann benötigt man eben nicht hier nochmal den Rechtsklick Ebenenauswahl oder wie sagt man, Ebenentransparenz hinzufügen und bla bla bla. Geht hiermit auch und hiermit schreibt man besser frei, beziehungsweise man kann auch besser korrigieren, wie mit dem Radiergummi, also die häufigsten sind schwarz und weiß. Weiß volle Deckkraft wird der Vordergrund, bleibt der Vordergrund meistens sichtbar. Bei schwarz volle Transparenz ist der Hintergrund sichtbar und die Graustufen, die noch recht häufig benutzt werden, werden verwendet, die sind auch hilfreich, wenn man neue Inhalte zu dieser Ebene hinzufügen möchte. Wie sehen die Ebenen aus? Fangen wir an. Graustufenkopie ist das. Sieht so aus. Ein graues Bild. Dann habe ich hier die Vordergrund weiß, Hintergrund schwarz. Also der Vordergrund bleibt sichtbar. Alles was schwarz ist, wird unsichtbar. In dem Fall der Hintergrund. Und hier habe ich das Ganze nochmal umgedreht. Der Hintergrund bleibt sichtbar. Das Bild vorne wird ausgeschnitten. Und ja, das war es eigentlich mal soweit. Jetzt gehen wir in GIMP. Da habe ich was vorbereitet. Türgriff und eine Tür. Und wenn ich das jetzt viele Stellen frei, in dem zum Moment, wo ist er hier, den Radiergummi wählen, stelle sich eine Größe ein, mir aus einer Härte und zoome an das Bild dran. Gehen wir mal auf 200% Ansicht und fangen dann an hier auszuradieren. Soweit ist es ja recht in Ordnung. Umso macht man natürlich erst einen Rand weg, soweit möglich. Und umso näher, dass man dann kommt, umso weiter. Dann machen wir den Pinsel kleiner, dass man eben besser arbeiten kann. Und fangen dann da an. Aber irgendwann passiert es doch. Man hat so viel weggeschnitten. Jetzt hat man die Pixel eigentlich mehr zerstört. Und ich weiß, man kann in GIMP auch über diesen Anradierer wieder Sachen rückgängig machen, wenn man wohin so weit radiert hat. Nur wenn ich jetzt eben diese Ebene nochmal für was eine andere Tür brauche, bis ich dann jedes Mal dann eben die Anpassungen gemacht habe, weil ich das dann dauert viel, viel länger, wie wenn ich jetzt die Maske lösche und stelle es einfach neu frei. Gehe jetzt einfach mal hin, nehme das hier wieder raus. Stelle hier den Abstand wieder richtig ein, was ich verstellt habe. Gehe aufs Journal und gehe wieder auf zurück. Lege eine Maske an, also die drei Wege sind einmal, der ist es hier, na, gibt es hier die Ebene nimmer? Ne, im neuen gibt es die Ebene nimmer, früher war hier doch Ebenen. Masken, Ebenenmaske hinzufügen ist Variante 1. Dann gibt es die Variante Rechtsklick auf die Ebene. Hier kann man auch den Alpha-Kanal hinzufügen, was man ja nicht braucht. Dann ist es, sieht man hier, hier kann ich ihn hinzufügen, weil ich ihm eine Maske gebe. Ist das eben, bekommt er eben einen Alpha-Kanal, der sich eben durch diese Karos ausdrückt. So, die Variante 2 ist wie gesagt hier drüber, eben eine Maske hinzufügen über Rechtsklick. Oder Variante 3 ab GIMP 2.9. glaube ich, oder jetzt erst ab GIMP 2.10 kann man hier drauf drücken und bekommt dasselbe Ebenen-Dialogfenster bzw. kann die Ebenen anlegen. Ich lege eine weiße volle Transparenz an, bleibt alles sichtbar. Wenn ich jetzt das lösche, ich lösche die Maske nochmal und sage, ich möchte eine schwarze Maske,
Dann ist alles unsichtbar, dann kann ich das reinmalen, was ich benötige. Ich lösche die Maske noch einmal und lege eine weiße Maske an. Eine Maske hinzufügen, weiß, volle Deckkraft, bleibt nämlich alles erhalten. Nehme einen Pinsel, im Großen und Ganzen arbeite ich jetzt wie mit dem Radiergummi. Da habe ich jetzt die Möglichkeit, das Ganze selbst zurückzuholen, ohne dass ich irgendwie, das Werkzeug groß umstellen muss, weil wenn ich jetzt hier einfach einen Klick mit einem Klick hier ausradiere und male drüber und das ist mit dem Radiergummi auch, ging jetzt hier drauf und tue den einen Pinsel zurückholen, fange ich von vorne an. Beim Pinsel ist es jetzt so, ich kann es entweder hier über diesen Pfeil oder über die X-Taste die Vordergrundfarbe schwarz und weiß wechseln. Wenn ich jetzt auf weiß wechsle und male zurück, dann kann ich mir das nämlich zurückholen. Stelle wieder auf schwarz um, mache den Pinsel kleiner, noch ein bisschen kleiner. Ja, komm, ich nehme mal 1, aber immer so 18% oder 18er Größe. Gehe auf Zoom noch ein Stückchen ran, gehen wir mal auf 400, umso näher das heranzoomt, umso besser wird auch die Auswahl. Und radiere jetzt hier gerade das Stückchen Rand weg und habe dann das genauso schön, kann das genauso gut freistellen, wie wenn ich Radiergummi nehme, und habe dann eben den Vorteil, dass ich eben die Maske jederzeit rückgängig machen kann, wie gesagt mit Schwarz und Weiß, beziehungsweise ich kann auch die Maske bearbeiten mit dem, wenn ich noch Graustellen habe, mit dem wir nennen das sich Abwedeln und Nachbelichten Werkzeug, was ich auf der normalen Ebene sehr unschön wird. Auf der Maske kann es dann so nachbearbeiten, dass die Stellen eben hell und dunkel werden, so dass ich dann eben einen guten Schwarz-Weiß-Kontrast habe. Ich lasse es jetzt mal so. Wenn ich jetzt hingehe, zum Beispiel, wie gesagt, ich möchte das nochmal woanders anbauen, mache ich mir ein Duplikat, nehme die Maske, lösche so und ich habe das Ausgangsbild. Und es hat weniger Zeit gekostet. Wenn ich mich jetzt hinsetze und den Radiergummi und Radiergummi Größe einstellen und fange wieder an auszumalen, damit ich das wieder komplett habe. Es ist zeitsparend, es ist praktischer, es ist einfacher, weil wie gesagt die Verbesserung ist einfacher. Ich drücke jetzt auf X nochmal und fahre jetzt hier einfach. Oh, Moment. Ich muss natürlich immer schauen, dass ich auf der Maske bin und fahre jetzt hier einfach nochmal langsam raus und bekomme dann wieder einen schönen Rand, wenn ich zu viel weggemacht habe, und bekomme auch wieder ein Stück Schatten zurück, und dann stelle ich hier somit schneller frei, wie wenn ich mit dem Radiergummi arbeite. Und es ist non-destruktiv, weil es eben schneller und besser rückgängig machbar ist wie mit dem Radiergummi, und gerade wenn man Kompost ist es einfacher und bequemer, zeitweise auch non-destruktiv zu arbeiten und Sachen schnell ändern zu können, wie wenn ich destruktiv arbeite, was ja die Arbeit mit dem Radiergummi ist und dasselbe erfüllt, dann ich kann zwar da auch freistellen, aber eben nicht so gut zurückmachen. Wenn ich jetzt zu weit zurückgehe, fange ich wie gesagt von vorne an, weil ich nur einmal geklickt habe und eben die Maus gezogen habe. Das war der ganze Zauber. Mehr werde ich auch nicht machen. Ich bedanke mich fürs Video. Wenn noch Fragen zu Ebenenmasken oder zum Freistellen sind, schreibt es gerne in die Kommentare oder schreibt mir eine private Nachricht, wenn euch das lieber ist. Ich werde dann natürlich gerne ein Video machen oder eine schriftliche Antwort dazu abgeben. Ich bedanke mich und sage bis zum nächsten Mal.